Elsie Slonim wurde im Jahr 1917 in Brooklyn geboren, ging in Baden bei Wien zur Schule und verbrachte ihr Leben zwischen Zypern, Israel und Amerika. Ihren 100. Geburtstag feierte sie mit ihrer Biografie »Vom Brot im Meer«. Ende Jänner ist die Zeitzeugin und Autorin im Alter von 103 Jahren in ihrem Haus im türkischen Teil von Nikosia verstorben. Beigesetzt wurde sie in einem schlichten Grab am jüdischen Friedhof in Larnaka. Eine geteilte Stadt, ein Haus im Sperrgebiet und eine Frau, die 100 Jahre Zeitgeschehen im Gedächtnis hat. Das ist die Geschichte von Elsie Slonim, die an einem der ungewöhnlichsten Orte der Welt zu Hause ist. Sie bewohnt ein Haus in der türkischen Militärsperrzone auf Zypern, am Rand der geteilten Stadt Nikosia. Als einzige Zivilistin darf sie im ehemaligen Villenviertel von Nikosia leben, in einem Haus, das sie vor mehr als einem halben Jahrhundert mit ihrem Mann David selbst dort gebaut hat. Ich erlaube mir selbst nicht, viel nachzudenken darüber, denn sonst würde ich sicher schwermütig werden. Mein Hierbleiben ist ja eigentlich touch and go. Ich könnte um morgen rausgeworfen werden. Das ja. Und könnte nichts mitnehmen. Nichts. Weil das alles schon Militäreigentum ist eigentlich. Es ist eine prekäre Situation, über die ich nicht viel nachdenken will, denn sonst könnte ich Nächte nicht schlafen. Und so begeben wir uns auf eine Lesereise mit Mercedes Echerer durch das Leben von Elsie Slonim. Zuvor kondoliert der Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek mit einer Videobotschaft aus Rom. Für Elsie statt für Elise, von mir statt von Beethoven. Meine erste 100-Jährige traf ich in Österreich. Sie hieß Elsie Slonim. Ich war zu ihrer Jubelfestfeier eingeladen worden. Die Verbindung lief etwas früher über meinen guten Freund Alfred Boschitz an und der schwärmte ungehalten von einem Buchmanuskript, das ihm zugespielt worden war. Meine ersten 100 Jahre, der Arbeitstitel, ich müsse es lesen, es würde mich umhauen. Ein Vorwort werde sicher danach von ganz allein sie schreiben, aber bitte kein Nachwort, weil die Elsie hat nämlich so viel vor. Noch ein paar Jährchen, zum Beispiel über die zweiten 100 Jahre zu leben und so einiges darüber zu schreiben. Und ich las das Buch und schrieb begeistert, beeindruckt, niedergeschlagen, aber doch froh, das Vorwort zu ihm. Das Buch kommt heraus, ein paar Zeilen von mir schmücken für immer den Einband. Elsie feiert zeitgleich Premiere und ihr Jubiläum in einer Wiener Galerie. Dort sehe ich es zum ersten Mal. Sie sitzt nicht da. Sie residiert in einem großen Sessel, schön, wie eine wundersam gealterte italienische Diva sieht sie aus. 2 Stunden vor ihrer Lesung empfängt sie die interessierten Reporter, steht ihnen lebhaft Rede und Antwort und wechselt dann von ihrem Thron auf die Bühne über, liest selber den Beginn statt wie geplant die Schauspielerin neben ihr und unterbricht sich prompt, muss, wie sie sagt, an dieser Stelle ausführlicher werden, die Sache kommentieren, weil so ein Buchprojekt eben etwas völlig anderes ist als das Erzählen. Man sich konzentrieren muss, nicht jedes Geschehen bis ins kleinste Detail beschrieben werden kann und reicht dann das Buch irgendwann weiter. Hört nicht nur zu, geht die 100 Minuten Lesung richtig mit, legt am Ende ihre Hand auf die der Sprecherin, sagt, man könne unendlich länger hier zusammen sein. Nimmt den Applaus entgegen, verbeugt sich mehrmals, kehrt auf ihren Thron zurück, gibt ein Interview nach dem anderen, lässt sich nach gut 7 Stunden
ins Hotel chauffieren und ist morgens die Erste am Frühstückstisch. Hat die Nacht über beschlossen, zum Festakt das Kleid mit dem tiefen Ausschnitt zu tragen, wird ihren Arm zur Gratulation angewinkelt, steif am Körper blassen und beugt sich der lange arme Kerl nach vorne, wird es vom Präsidenten heißen, schaut euch nur diesen Lüstling an. Ja, so behalte ich Elsie Sloanim in Erinnerung und ihr Lachen natürlich, das aus allen anderen Lachen hell hervortönt. Begrüßen möchte ich heute, ohne viel vor zu erzählen, einen Menschen, ich würde sogar sagen eine Weltbürgerin, nämlich Elsie Sloanim. Ich wurde inmitten eines Weltkrieges gezeugt und während einer katastrophalen Revolution geboren. Irgendwie gelang es mir aber, das stürmischste und gewalttätigste Jahrhundert unserer Zeit zu überleben. Und nicht nur das. Da waren immer auch große Umbrüche in meinem Dasein. Ich wurde evakuiert und vertrieben, habe mich oft in schwierige Unternehmungen verstrickt und mein Heim liegt seit dem Jahre 1974 in der Mitte einer militärischen Sperrzone im türkischen Nordteil von Zypern. Ich habe ein großes Glück im Unglück gehabt, denn ich habe einen amerikanischen Pass gehabt. Ich bin in Amerika geboren worden und war 18 Monate alt, wie ich nach Österreich gekommen bin und habe diesen amerikanischen Pass noch immer. Und das hat mir, glaube ich, obwohl ich nicht sehr nationalistisch bin, ich bin sehr glücklich, wenn ich in Österreich bin, aber ich bin eine sehr dankbare Amerikanerin, denn das hat meine Schwester und mir das Leben gerettet. Wir würden alle nach Auschwitz geschickt worden, das ist ganz bestimmt. Liest du jetzt aus dem Klappentext des Buches die Geschichte, wie Elsie auf die Welt kam im Jahr 1917 in Brooklyn? Und so stürzen wir uns jetzt in New York, natürlich in New York, in Brooklyn, Brooklyn, New York, so wie Herr Nals Wien, sondern Brooklyn, New York. Jawohl. Dr. Beasley war ein äußerst pünktlicher Mensch. Doch gerade bei meiner Geburt verspätete er sich. Mein Vater wurde unruhig. Als der Arzt dann doch kam, entschuldigte er sich in aller Form. Zum ersten Mal in seinem Leben sei er vorhin zu einer jüdischen Familie gerufen worden. Es sei eine schwere Geburt gewesen. Haben Sie denn schon einmal ein jüdisches Kind gesehen, mein Freund? Vater zuckte mit den Schultern. Nein, woher denn? Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie sieht denn das aus? Tja, wie soll ich sagen? Also, da brauche ich erst mal einen Tropfen. Er leerte ein halbes Glas Whisky. Dann fühlte er sich bereit für die ganze Wahrheit. Sie werden es nicht glauben, aber es sieht genauso aus wie alle anderen Neugeborenen. Es ist wirklich so. Dann war es soweit. Ich kam zur Welt und sah aus wie alle anderen Babys. Thank you.
1919, als der Krieg zu Ende war, machte mein Vater sich auf den Weg und brachte seine Familie zurück nach Europa. Er hatte das große Landgut, den Familienbesitz seiner Eltern, geerbt. Dieser lag im Süden Ungarns, in der Vojvodina, einem Gebiet, das heute zu Serbien gehört. Mein Vater hatte beschlossen, die Leitung des Gutes dort nun zu übernehmen. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht ein Fehler, dass mein Vater wieder nach Europa ging. Zu viel war in der Zwischenzeit geschehen und der Erste Weltkrieg hatte alles verändert. Die Welt von gestern, wie mein Vater sie kannte, die gab es nicht mehr. So kam ich als 18 Monate altes Kleinkind mit einem amerikanischen Reisepass aus der neuen in die alte Welt zurück. Was war diese alte Welt für mich? Nun ja, sie war schon ein bisschen größer, nicht mehr 18 Monate, ein paar Jahre alt. Und die Familie lebte in Baden und Wien, wo Elsie mit ihrer älteren Schwester Stella auch zur Schule ging. Im Juli 1922, als ich noch nicht 5 Jahre alt war, kam meine Großmutter mütterlicherseits mit unserer Tante zu uns nach Baden auf Besuch. Eines schönen Tages, als unsere Gäste von ihrem Ausflug nach Wien zurück nach Baden gekommen waren, tranken die Erwachsenen in unserer Gartenlaube Kaffee und unterhielten sich. Wir Kinder saßen auf unserer Schaukel, die zwischen 2 Rotdornbäumen ganz in der Nähe der Laube aufgebaut war, und hörten zu. Es war die Rede von der Donau, von einer Schiffsreise, von Türken und Musik und von uns Kindern, denen sowas gefallen würde. Es ist eine Einladung für die ganze Familie, mich auf einer Schiffsreise, auf einem Schiff der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft zu begleiten. Wir werden auf der Donau nach Budapest fahren, dort einen Tag bleiben und dann weiterreisen, um die verzauberte Insel Ada Kali zu besichtigen. Die ganze Reise über werden wir auf diesem Schiff auch schlafen. Wer kommt mit? Mir wurde erzählt, dass ich mich auf dem Schoß meiner Mutter setzte und verkündete: Meine Herrschaften, wenn es dort keine Hexen gibt, dann komme ich mit. So wurde beschlossen und in einigen Tagen wurde diese Reise auch angetreten. Und ich erinnere mich, dass ich fast jede Nacht von verzauberten Tieren träumte, die auf der Insel lebten und die ich alle retten musste. Wir waren nun an Deck und bei schönem Wetter standen Stella und ich am Gelände des Schiffes wie 2 Statuen, um Ausschau nach der Insel zu halten. Und plötzlich tauchte sie auf. Wenn ich sage, sie tauchte auf, dann meine ich es so. Es erschien uns, als wäre sie aus den Wellen der Donau emporgestiegen, und ihr Anblick war sogar für uns Kinder atemberaubend. Ada Kali war gar nicht so klein, wie wir dachten. Als wir uns der Insel näherten, sahen wir exotische Bäume, die erst jetzt im Juli in voller Blüte waren. Wir sahen eine Moschee, die auf wunderbare Weise von oben bis unten mit roten und goldenen Steinen geschmückt war und in der Sonne wie ein Riesenjuwel glitzerten. Und wir sahen viele herrliche Blumen, die wir noch nie gesehen hatten. Wir erwarteten mit großer Ungeduld den Augenblick, in dem wir von Bord gehen konnten. Essi Slonim ist durch die halbe Welt gekommen, teils freiwillig, sehr oft aber unfreiwillig. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie haben eben die Eltern beschlossen, aus Amerika zurückzukehren und zu schauen, was denn noch da ist von den alten Besitztümern, und haben die Kinder, Elsie hat eine Schwester, eine ältere Schwester, oft zu den Großeltern geschickt. Ungarischer Abstammung, im heutigen Serbien, in Sivac lebend, hat sie so einiges erlebt, als die Elsie noch ein Mädchen war, ein kleines. In Sivac bei meinen Großeltern erlebte ich erstmals, was es heißt, jüdischer Herkunft zu sein. Mein Großvater war nach dem Angriff und der Zerstörung seines Besitzes plötzlich religiös geworden.
Von da an wurden jeden Freitagabend Gebete vor dem Essen gesprochen. Unser Großvater legte seine Hände ganz sanft auf unsere gesenkten Köpfe und segnete uns. Das Gebet war auf Hebräisch. Für mich war es ein seltsames Erlebnis, in einer fremden Sprache gesegnet zu werden. Und sogar jetzt, wenn ich mich an diese Freitagabende erinnere, habe ich ein eigenartiges Gefühl. Ich war ehrfürchtig und froh, gesegnet zu werden, obwohl ich die Bedeutung dieser Zeremonie eigentlich gar nicht kannte. Mein Großvater war seit der Plünderung seines Besitzes ruhiger und verständnisvoller gegenüber anderen Menschen geworden, was jedoch nicht immer der Fall war. Eine Episode ist mir in Erinnerung geblieben, die ihn richtig wütend machte. Es begann damit, dass sein Lieblingspferd, ein weißer arabischer Hengst, der Imre hieß, eines Tages fehlte. Man suchte ihn überall, aber er war nicht zu finden. Großvater war sehr verstimmt und sogar ungeduldig, wenn er zu Stella und zu mir sprach. Er konnte das Verschwinden dieses Pferdes einfach nicht verkraften. Nach ungefähr 2 Wochen erschien ein Zigeuner mit einem schwarzen Pferd, suchte den Stall auf und bot es dort zum Kauf an. Man möge doch den Eigentümer des Gutes herbitten, um mit ihm einen Preis zu verhandeln. Stella und ich, wir beide befanden uns gerade im Garten. Als wir das hörten, liefen wir mit Bundasch, dem Schäferhund, zu unserem Großvater, um bei dieser Preisverhandlung mit dem Zigeuner dabei zu sein. Alle bewunderten wir die Schönheit dieses Pferdes und auch Bundasch, unser Schäferhund, entwickelte gleich eine große Sympathie für das Tier. Er lief dem Pferd nach, wohin es sich auch wendete, und wedelte heftig mit seinem Schweif. Wir konnten am Gesichtsausdruck unseres Großvaters sehen, dass er bereits entschlossen war, dieses schöne Tier in seinen Besitz zu bringen. Nach vielem Handeln und lauten Gesprächen wurde der Verkauf besiegelt, der Zigeuner bezahlt und mein Großvater nahm die Zügel des Pferdes und der Verkäufer verschwand. Nun war es die Aufgabe des Stallburschen, das schöne schwarze Pferd in den Stall zu führen, es zu füttern und zu striegeln. Wie unbeschreiblich war der Aufruhr, der nun alle ergriff, als der Stallbursche beim Striegeln des Pferdes bemerkte, dass es mit schwarzer Farbe bestrichen war. Mein Großvater hatte seinen weißen Hengst Imre noch einmal gekauft. Mein Großvater konnte vor Zorn kaum sprechen. Stella und ich hatten ihn niemals so erlebt. Und da die ganze Lage für uns nicht sehr gemütlich war, verschwanden wir und versteckten uns hinter dem dichtesten Gebüsch. Wir erfuhren später, dass man Leute in alle Himmelsrichtungen aussandte, um diesen Zigeuner zu finden und zurückzubringen. Er aber wurde nie mehr gesehen. Soviel ich weiß, lebte Imre, der von da an wieder weiß war, noch viele Jahre und wurde von Bundasch, dem Schäferhund, besonders gut bewacht. Elsie Slonim ist im Alter, oder was heißt im Alter, mit 18 Monaten aus Amerika schon wieder zurück und ist in Baden bei Wien aufgewachsen. Die Schulzeit hat dann ganz plötzlich in den Ende der 30er Jahren, also genauer gesagt im Jahr 36 begonnen, sich zu düster zu werden, weil plötzlich die Lehrer, die Schüler auch Abzeichen getragen haben, Hakenkreuzabzeichen, und man die Elsie als jüdische Mitschülerin begann auszugrenzen. Wir waren 2 Jüdinnen in meiner Klasse. Und wie ich gesehen habe, wie alle mit dem Hakenkreuz schon gekommen sind, das war noch bevor dann Anschluss. Aber die Professorinnen sind mit Hakenkreuzen und vaterländischen Abzeichen gekommen. Jeder nach seiner Fasson. Und die Kinder haben das auch getragen. Wir waren kleine Klassen, es war eine Privatschule in Baden. Mädchen, Realgymnasium für Mädchen für Baden, in Baden. Und ich habe mich immer gescheut, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Und habe mich an die Wand gedrückt. Da haben sie mich genannt, die Wanze an der Wand kommt. An einem schönen Tag im Jahr 1937
traf ich eines Tages im Helenental auf eine Truppe von österreichischen SS-Burschen, die mich fragten, ob ich Jüdin sei. Als ich nicht antwortete und weitergehen wollte, umringten sie mich. Einer von ihnen warf mich zu Boden. Nun gaben sie mir den Befehl, aufzustehen, und als ich dies tat, kam ein anderer und gab mir von großem Gelächter seiner Freunde begleitet einen so kräftigen Stoß, dass ich wieder niederfiel. Dies ging eine ganze Weile so weiter. Schließlich intervenierte ein Mann mit einem Dackel an der Leine, der das Treiben schon eine ganze Weile beobachtet hatte. Er beschimpfte die Burschen in gutem Badener Dialekt und half mir aufzustehen. Die Gruppe lachte laut, schwenkte ihre SS-Fahne und machte sich laut singend auf den Weg. Damals besuchte ich gerade die 7. Klasse des Gymnasiums in Baden. Meine Schwester hatte inzwischen einen netten Medizinstudenten geheiratet und beide lebten in Wien. Sie studierten Medizin an der Universität und ich sah die beiden nur sehr selten. Den Einmarsch der Wehrmacht in Wien erlebten wir allerdings gemeinsam und erschauderten zutiefst. An diesem Abend beschloss ich, mein geliebtes Heim in Baden und Österreich zu verlassen. Wir, die Juden, waren in einem zivilisierten und hochkultivierten Land Freiwild geworden. Und da habe ich gesagt, ja, ich gehe weg, ich gehe nach Amerika. Ich habe einen Amerikanpass. Und ich bin mit meiner Schwester, hat gesagt, wenn die Else weggeht, fahre ich auch. Und wir sind beide auf der Queen Mary nach Amerika gefahren. Auf der Reise nach New York lernte ich einen Mann kennen. Er erzählte mir, dass er aus Palästina kam, in Russland geboren worden sei und dass er jetzt auf der Insel Zypern wohne und arbeite. Im Jahr 39 war Palästina ein britisches Mandat und alle Einwohner, Juden, Araber, Christen, wurden Palästinenser genannt. Da meine Eltern keine Zionisten waren und wir fast nichts über Palästina wussten, war dies für mich ein vollständig unbekanntes Land. Dann haben wir uns eines Tages in einen schönen Lehnstuhl gesetzt und er hat gesagt, sprechen wir ein wenig. Und er hat meine Hand gehalten. Und plötzlich fühle ich etwas kommt. Es war wunderbar ein Gefühl. Und er schaut mich an und sagt, fühlen Sie etwas? Und ich habe gesagt, ja. Sagte ich auch. Dann haben wir viel Hand gehalten. Aber die Zeit verging zu schnell auf diesem schönen Schiff und nach einer 5-tägigen Reise erreichten wir New York. Dem netten Palästinenser, der mich nach meiner Adresse gefragt hatte, habe ich eine falsche Adresse gegeben. Da ich ihn zwar sehr sympathisch gefunden hatte, aber nicht glaubte, dass er sich tatsächlich mit mir in Verbindung setzen wollte oder dass ich ihn überhaupt jemals wiedersehen würde. Er setzte seine Reise auch gleich fort, und zwar nach Kalifornien, um sich dort amerikanische Zitrusplantagen anzusehen. Auch wollte ich mir nicht noch eine Enttäuschung aufbürden und täglich auf eine Nachricht von ihm warten. Zu meiner großen Überraschung bekam ich dann doch einen Brief von ihm. Er hatte die richtige Adresse mit Hilfe der amerikanischen Polizei herausgefunden. Er schrieb, dass er nach Chicago kommen würde, falls ich ihn sehen wollte. Und er wollte wissen, warum ich ihm eine falsche Adresse gegeben hatte. So trafen wir uns wieder. Wir beide fühlten von Neuem dieselbe große Anziehungskraft und das Gefühl einer Zusammengehörigkeit, das wir bereits auf dem Schiff empfunden hatten. Es schien uns unmöglich, uns nochmals voneinander zu trennen. Dann ist er gekommen und hat sofort gesagt, wir müssen heiraten. Nach 5 Tagen, bitte, bitte schön. Denn ich muss zurück, dein Krieg wird ausbrechen. Das war in 38, 39. Ein Brief und ich will bei meiner Plantage sein. Und habe ich gesagt, gut, wir heiraten. Wir haben sofort geheiratet. Und ich bin nach Zypern mit ihm. Wir waren 68 Jahre verheiratet.
Zypern gegangen, als verheiratete Frau Slonim. Als es dann zur Gründung Israels kam, beschloss er, auch mit aufzubauen, zu helfen, dieses Land mit aufzubauen, so wie auch Elsis Eltern. Also alle haben sich in Israel wieder getroffen. Für einen Aufbau braucht es Geld, Experten und vor allem jede Menge Handwerker. Und die waren oft Mangelware. Zu unserer Überraschung und Erleichterung kam mein Vater aber bald mit einem Ungarn zurück, der ihm versichert hatte, dass er diese Arbeit erledigen konnte. Mein Vater war ja Ungar, war froh, dass er einen Helfer gefunden hatte und ging mit dem Mann ins Haus, damit dieser mit seiner Arbeit beginnen konnte. Nachdem er ihn aber einige Minuten beobachtet hatte, kam er zu uns in die Küche. Elsike, sagte er und schüttelte den Kopf. Dieser Mann hat keine Ahnung von der Arbeit eines Glasers. Warum sagt er mir, er sei ein gelernter Glaser, wenn er diese Arbeit gar nicht kennt? Wie ist sowas überhaupt möglich? Mein Vater runzelte die Stirn, aber dann lächelte er ein wenig und sagte, aber es ist was an ihm, das ist so nett, Elsie. Wir müssen herausfinden, wer er eigentlich ist. Und er spricht ein so wundervolles Ungarisch. Vielleicht ist das der Grund, dass er mir so sympathisch ist. Lass uns mehr über ihn herausfinden. Nun brachte mein Vater den Ungarn zu mir. Er war höflich, hatte gute Manieren. Meine Mutter erschien mit den Kindern, wir setzten uns alle nieder und ich bot ihm eine kleine Erfrischung an. Wir plauderten eine Weile. Dann fragte mein Vater den Mann, wie sein Name sei und von wo in Ungarn er stammte. Das war eine Frage, die in Israel immer wieder aufkam, da es doch so viele neue Einwanderer gab und fast jeder aus einem anderen Land kam. Nach dieser Frage aber war der nette Ungar scheinbar völlig verwandelt. Er schien nervös und unruhig zu werden, als wäre er von einem inneren Tumult ergriffen. Am Ende sah er meinen Vater an, rollte den linken Ärmel seines Hemdes auf, und wir konnten eine Tätowierung von dunklen Ziffern auf seinen Unterarm sehen. Mein Herr, sagte er, meine Familie und ich hier, wir waren in Auschwitz. Bitte schauen Sie diese Nummer an. Dort im Lager hatten wir keine Namen. Wir waren nur Nummern. Sehen Sie, die Tätowierung ist so tief eingeritzt, dass sie niemand mehr auslöschen kann. Jeder in Auschwitz war nur eine Nummer. Und kein Mensch mehr. Wenn Sie wollen, können Sie mich, so wie man es dort tat, als Nummer anreden. Er konnte seine Nummer auswendig und brauchte nicht hinzusehen. Mein Vater und wir alle, die gebannt zugehört hatten, waren von seinem Gefühlsausbruch tief berührt. Wir versuchten aber ruhig zu bleiben, um ihm nicht zu zeigen, wie betroffen wir waren. Vater sprach in ruhigem Ton mit dem Mann, aber ich konnte sehen, dass sein Interesse geweckt worden war. Mein Lieber, sagte er auf Ungarisch, ich wollte ja nur Ihren Namen wissen. Bitte, sagen Sie uns doch, wie Sie heißen. Ja, warum denn nicht? Ich habe ja einen Namen, antwortete der Ungar. Und ich hatte auch einen Beruf. Sie haben ja schon gesehen, dass ich kein Glaser bin. Ich hoffte nur, dass ich den Auftrag für diese Arbeit bekomme, da meine Frau und ich nichts haben und wir das Geld brauchen. Also, ich studierte an der Budapester Universität Kunstgeschichte, danach hatte ich ein Geschäft für Antiquitäten. Plötzlich aber, 1942, war unser Leben, das wir so liebten, zu Ende. Ich wurde mit meiner Frau und unseren kleinen Zwillingstöchtern verhaftet und die ganze Familie nach Auschwitz verschickt. Ich wollte wissen, was nun mit seinen Zwillingstöchtern geschehen war, aber als ich meinen Vater ansah, merkte ich, dass er sehr bewegt war.
Langsam hob nun der Ungar den Kopf. Seine Augen waren voller Tränen. Wo sind meine Kinder? Meine lieben Kinder? Was ist mit ihnen geschehen? Er begann zu weinen und erzählte uns, dass er und seine Frau Tag und Nacht ihre Kinder suchten, sie aber bis jetzt nicht finden konnten. Niemand schien zu wissen, was mit ihnen geschehen war, nachdem man sie im Lager weggeführt hatte. Der arme Mann war untröstlich, aber wir sahen auch, dass er sich mit großer Willenskraft zusammennahm und weitersprach. Nun gut, mein Herr, Sie wollen meinen Namen wissen. Mein Name ist Warga Joschka und ich lebte einmal in Budapest. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. Als mein Vater dies hörte, wurde er sehr erregt. Warga Joschka? Warga Joschka? Sagte er mehrmals. Warga Joschka aus Budapest? Ich weiß genau, wer du bist, rief mein Vater. Du hattest ein großes Antiquitätengeschäft in Budapest mit vielen wunderbaren antiken Gegenständen, die du so liebtest, dass du sie niemals, auch nicht für sehr hohe Preise, verkaufen wolltest. Joschka starrte meinen Vater an. Was sagen Sie da? Mein Vater lächelte, erhob sich, öffnete seine Arme und rief, ich bin's, Kalman Sándor. Und du bist Joschka, mein Vetter. Es hat mal eine große Spannung, denn die griechischen Einwohner Zypern wollten sich mit den Griechen von Griechenland vereinigen. Mutter Griechenland haben sie das genannt. Das wollte sein, eine griechische Insel. Und die Türken sollten die Minorität sein. Und das haben sich die Türken nicht gefallen lassen. Ich habe vorne im Garten einen kleinen Rosengarten. Es war 6 Uhr früh. Ich stehe auf und ich schaue heraus und plötzlich sehe ich in der Luft Sachen, die aussehen wie Schwämme. Und da hängen da Männer drauf. Es waren die Fallschirmjäger der türkischen Invasionstruppen, die direkt über unseren Häusern und Gärten ihre Schirme in das offene Gelände lenkten. Kurze Zeit herrschte unheimliche Stille, dann begannen die Hunde zu bellen, man hörte Explosionen, Schüsse fielen und Sirene begannen überall zu heulen. Es war keine Zeit zu verlieren. David rief Reuven an, dessen Familie direkt gegenüber von uns wohnte, und gemeinsam rannten wir im Wettlauf mit der Zeit in unseren Luftschutzkeller. Davids instinktiver Weitblick und seine Fürsorge, den Raum mit lebenswichtigen und notwendigsten Dingen auszustatten, trug mindestens genauso viel zu unserem Überleben bei wie der Bau des Schutzraumes selbst. Das war 3 Wochen. Und nach 3 Wochen ist es schon die Türe geöffnet worden, weil sie zerschossen war. Beide stehen beieinander ein. Türkischer Offizier, schwer beladen mit Bajonett in seinen Gewehren. Und neben ihm ein junger Mann, der nicht in Uniform war. Und der Junge schaut uns an und sagt, ja, Herr Slonim, Sie wohnen hier? Und mein Mann sagt, ja, wieso wissen Sie denn, dass ich da wohne? Und der junge Mann sagt, ja, Sie haben doch meinem Vater so geholfen. Mein Vater war Traktorist auf der Plantage und hat diesen Unfall, schweren Unfall gehabt. Und Sie, Herr Slonim, Sie haben ihn allein ins Spital befördert. Sie haben uns Geld gegeben, damit wir zu essen haben. Und ich werde das nie vergessen. Und da hat er diesen uniformierten Mann
etwas auf Türkisch gesagt und der hat die rechte Hand auf die Brust geschlagen und hat gesagt, das sind gute Leute, die dürfen bleiben. Und alle anderen, unsere Nachbarn, mussten weg sofort. Und die türkische das türkische Militär hat alle Häuser übernommen, außer unseren. Und so sind wir geblieben seit 1974 und ich bin noch immer da. Sie hatte wieder einmal Glück, den amerikanischen Pass. Fuhr nach New York und hat dort als Hausmädchen gearbeitet. Elsie landet in New York. Meine Mutter wollte mir immer einreden, dass ich einen Schutzengel hätte, was von mir immer bezweifelt wurde. Im Falle meiner Freundin Esther, die ich von früher kannte, muss ich aber gestehen, das sollte es sich im Leben, sie ist wirklich mein Schutzengel gewesen. Sie war eine großzügige Person und ließ mich in keiner Weise fühlen, in welcher Situation ich mich befand. Mit ihrem Mann Hermann besuchten wir Ausstellungen und Konzerte, trafen Bekannte von ihnen und ich wurde immer als ihr Besuch aus Zypern vorgestellt. Ich, die Mittellose. Es war für mich sehr angenehm, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und mich nicht als Sozialfall fühlen zu müssen. Als das Wochenende zu Ende ging, zeigte mir Hermann eine Anzeige in der New Yorker Times, worin ein älterer, pensionierter Herr eine Person suchte, die sich um ihn kümmere. Hermann erklärte mir, dass jemand, der sich eine Haushaltshilfe leisten konnte, sicher kein armer Mann sei. So rief ich an und vereinbarte einen Termin, um mich bei diesem Herrn vorzustellen. Ich nahm aber meine Freundin Esther mit, da ich mir nicht sicher war, was es bedeutete, was es heißt, sich um einen Mann zu kümmern. Stellte sich heraus, dass der alte Herr mit Namen David Dubinsky, der frühere Präsident der Gewerkschaft für internationale Damenkleider, ein sehr feiner Herr war und wir einander vom ersten Moment sympathisch. Ein großer Reiz für mich, sein Angebot anzunehmen, war sein Einverständnis, dass ich seine große Bibliothek benutzen durfte. Und während er von 11 bis 16 Uhr in sein Büro ging, hatte ich frei. Und ich las und las und las und nahm diese Stelle mit großer Freude an. Elsie hatte aber dennoch Heimweh. Heimweh nach ihrem schönen Zuhause, aber vor allem Heimweh nach der Familie. Und sie hat in dieser Bibliothek und dann auch ihrem nächsten Arbeitsplatz nicht nur gelesen in ihren freien Stunden, sie hat angefangen zu schreiben. Und 1978 erschien ihr erstes Buch. Und das war ein Märchenbuch.
Und zwar heißt es Mausi Long Tail, Mausi Langschwanz. Mausi ist ihr alter Ego. Und all die Figuren, diese Tiere, die in diesem Büchlein vorkommen, die sind alles ihre Freunde, ihre Verwandten, ihre wichtigsten Bezugspersonen, ihre Lieben. Und jemand, der den 101. Geburtstag bald feiern wird und wirklich nicht immer nur ein schönes Leben hatte, sondern auch viele Schattenseiten hatte, hat ein Kinderbuch geschrieben, so voller Poesie, so voller pädagogischer, wertvoller Hinweise, denn Mausi soll ein Held werden. Aber was ist ein Held? Will er selber überhaupt ein Held werden? Was macht einen Helden überhaupt aus? Und jetzt begeben wir uns mitten in ein Abenteuer hinein. Elsie Slonim ist auf einem riesen Dampfer, der untergeht. Alle zwei Beiner, alle vier Beiner konnten in Rettungsboote gebracht werden, aber Mausi war als blinder Passagier auf diesem Boot. Niemand wusste, dass es auch eine Maus zu retten galt. Er musste sich selber retten und rettete sich auf jedem großen Dampfer gibt es ein Orchester, also auch eine Trommel, rettete sich auf diese Trommel. Auf dieser sitzt er nun am großen, weiten Meer ganz alleine. Nun gut, sagte Nick, die eine Seemöwe. Wir wissen, dass niemand unsere Warnungen bemerkt hat. Herr Longtail, es wäre aber wirklich gut, wenn wir es schaffen könnten, sie an die Küste zu bringen. Unser einziges Problem ist, wie wir das bewerkstelligen sollen. Wir befürchten, unsere außerordentlichen scharfen Krallen könnten sie verletzen. Mausi schauderte bei dem Gedanken, von diesen Klauen gepackt zu werden. Und dann, als ob dies nicht schon genug gewesen wäre, stellte er sich lebhaft vor, wie er mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft schoss, durch Wolken, Wind, Hagel und Regen hindurch, einem unbekannten Ziel entgegen. Und bitte, wer war diese mysteriöse Gestalt? Erik, der Polarbär. Die beiden Seemöwen hatten den Auftrag, Mausi Longtail von dieser Trommel zu retten und nach Erikland zu bringen, zu dem Polarbären. Als Mausi die Augen geschlossen hatte vor lauter Angst, hörte er, wie eine tiefe, freundliche Stimme sagte, Ciao, ragazzi. Das ist eine amüsante Platz zum Schlafen. Es sieht aus wie eine kleine Trommel, finde ich. Habt ihr die kleine Maus schon gefunden? Mausi blickte sich um, konnte aber niemanden sehen. Dann sah er, wie Nick und Tim, die beiden Seemöwen, von der Trommel sprangen und auf etwas im Wasser zuflatterten. Es handelte sich um ein riesig oval, geformtes Geschöpf, das beinahe zur Gänze unter Wasser war. Man konnte gerade noch einen schlangenähnlichen Kopf aus dem Wasser ragen, der gerade in Mausis Richtung blickte. Mausis erschrockene rote Augen und Giovannas wissende schwarze Augen trafen erstmals aufeinander. Unter diesen doch eher ungewöhnlichen Umständen machte Mausi die Bekanntschaft von Giovanna, der Schildkröte. Nick, Tim, ich sehe euer Problem, bemerkte sie. Er ist in der Tat ein sehr kleines Ding, diese berühmte Mausi Longtail, nicht wahr? Giovanna schwamm gemächlich um die Trommel herum, indem sie ihre kräftigen Flossen im Wasser vor- und zurückstieß und schaute dabei die ganze Zeit hinauf zu Mausi. Schließlich sagte sie, es freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Longtail. Ich wurde von meinem Freund Erik, dem Polarbären, gebeten, bei dieser Rettungsaktion Hand, besser gesagt Flosse, anzulegen. Also, überlassen Sie alles mir und die Möwen. Irgendwie werden wir Sie an Land bringen. Die Wahrheit ist, dass ich noch nie eine Maus gesehen habe. Sagen Sie mir, tragen Sie auch eine Sild auf die Rücken und auf die Vorderseite, so wie ich, muss eine sehr kleine Sild sein. Ich kann Ihre Körper nicht sehen, nur Ihre Gesichter. Und ich finde, dass Sie eine sehr hübsche Gesichter und sehr, sehr adrette Snurhaare haben. Nein, Frau Giovanna, ich habe keinen Schild und habe auch nichts, um mich zu schützen. Ich kann ja nicht einmal schwimmen.
Das Einzige, das man eventuell eine Besonderheit nennen könnte, ist mein langer, weißer und außergewöhnlicher Schweif. Angeblich werde ich dieses Hinterteils wegen große Taten vollbringen. Doch bisher ist in dieser Hinsicht noch nichts Spektakuläres passiert. Mausi war völlig in sein Gespräch mit Giovanna vertieft, fasziniert von ihrem Aussehen und fasziniert von allem, was sie erzählte. Als er sich nach vorne bückte, damit ihn Giovanna besser sehen konnte, hob eine große Welle an, seine Trommel hoch und dabei verlor Mausi das Gleichgewicht, fiel hinunter und plumpste geradewegs auf den Rücken der Schildkröte. Fast wäre er ins Wasser geschwemmt worden, aber Nick und Tim, seine zwei Schutzvögel, waren im Nu da und stützten ihn behutsam mit ihren Flügeln. Oh, sagte Giovanna, sind Sie jetzt auf meine Rücken, Herr Longtail? Was genau ist da passiert? Wissen Sie, meine Silde ist zu dick, als dass ich Ihre zarte Pfötchen spüren könnte. Sie hätten ja kurz Warnung geben können. Da Sie nun schon Platz genommen haben, machen wir uns auf den Weg zu Erikland. Nein! Riefen Dick, Nim und Mausi unisono. Nick und Tim waren kreidebleich und starr vor Schreck. Sie waren entsetzt, aber nicht darüber, dass sie wohl erstmals einer Meinung waren, sondern vielmehr darüber, dass Mausi im nächsten Augenblick von Giovannas glitschigem Rücken herunterschlittern würde. Bitte, liebe Giovanna, quiekte Mausi, nicht bewegen oder ich rutsche. Alles tutto bene. Giovanna hatte Zeit, keine besondere Eile und mochte Mausi. Was ging nun wirklich auf Giovannas Rücken vor? Der Rücken einer Schildkröte ist so abgerundet und so schlüpfrig und dazu schlagen ständig Wellen über ihn. Man kann sich nirgends festhalten. Plötzlich rief Tim mit so lauter Stimme, dass nicht nur Mausi und Nick aufschreckten, sondern auch die geduldige Schildkröte. Ich hab's, Longtail. Sie setzen sich auf Giovannas Kopf und wickeln ihren langen Schweif fest um ihren Hals. Glauben Sie mir, das ist besser als ein Sicherheitsgurt. An einem schönen Sommermorgen, Mausi und seine sechs Brüder und Schwestern waren gerade vom Spielen nach Hause gekommen, da saßen Mutter und Vater Longtail auf ihren Hinterpfoten und blickten ernst und gedankenvoll. Ihre Schnurrhaare und ihre Stimmen zitterten ein wenig, als sie folgende Worte an ihre Mäuseschar richteten. Kinder, alles, was wir wissen, haben wir euch beigebracht. Alles. Nun seid ihr erwachsen. Das Nest ist zu klein geworden für alle. Ihr müsst in die Welt hinaus und ab nun für euch selber sorgen und euer Glück finden. Vor allem müsst ihr einen sicheren Platz zum Leben finden. Einen Platz wie diesen wunderschönen Getreidespeicher, in dem ihr geboren wurdet. In einer Ecke des Nestes lagen sieben kleine, fein, säuberlich gepackte Bündel. In jedem Bündel waren einige Getreidekörner und andere Fresssachen. Mutter Maus übergab jedem der sieben Mäusekinder sein Bündel und sagte mit einer Träne im Auge, »Vergesst eure gute Erziehung nicht, ja? Vergesst nichts von dem, was wir euch gelehrt haben. Vergesst nicht, dass ihr Mäuse aus dem Getreidespeicher seid. Und vor allem vergesst uns nicht.« Mutter Maus schaute jedes der sieben Mäusekinder nacheinander an, wie das Mütter eben so zu tun pflegen. »Besucht uns oft«, platzte es aus ihr heraus. »Und in der Zwischenzeit erwarten wir großartige Dinge von euch zu hören. Insbesondere von dir, Mausi Longtail. Wenn ich mich nicht irre, bist du ein junger Mäuserich mit einer großen Zukunft.« In späteren Jahren, immer wenn Mausi mir von diesem unvergesslichen Morgen erzählte, erinnerte sich an die Worte seiner Mutter. Tatsächlich hatte sie immer schon gesagt, dass Mausi etwas ganz Besonderes sei. War es vielleicht wegen seines Schweifes, der für eine Hausmaus bemerkenswert lang war, doppelt so lang als sein Körper. Und während sein Körper hübsch taubengraub wie der aller anderen Mäuse in seiner Familie war, leuchtete sein Schweif so weiß, wie er nur weiß leuchten könnte. Zum Abschluss aus diesem sehr reichen Leben eine berührende Episode.
Eines Tages, es war der 28. März 2007, war ich allein mit meinem Mann David in seinem Zimmer. Ich war hereingekommen, um zu sehen, ob er alles hat, was er brauchte, und sah zu meiner Freude, dass seine Augen weit offen waren und dass er mich anlächelte. Und er sprach: Wer bist du? Ich erkenne deinen Schritt und deine Stimme und weiß, dass du mich gut pflegst. Ich liebe deine Stimme und weiß, dass du immer hier bist, wenn ich etwas brauche. Er dachte nach und dann mit einem breiten Lächeln: Ich möchte dich heiraten. Wie ist es mit dir? Bist du einverstanden? Willst auch du mich heiraten? Ich war so überwältigt, dass ich kaum antworten konnte. Meine Antwort kam, sobald ich mich ein wenig von meiner Überraschung erholt hatte: Ja, lieber David, ich würde dich sogar schon morgen heiraten. Darauf antwortete er mit klarer Stimme: So, das ist erledigt. Bitte ruf meine Sekretärin an und sag ihr das. Sie wird alles vorbereiten und auch für unsere Hochzeitsreise sorgen. Wir fahren, wohin du willst. Ich war total überrascht. Das wäre das dritte Mal, dass ich David heiraten würde. Einmal in Amerika in Chicago am Standesamt, einmal in der Synagoge in Tel Aviv und jetzt, 2007. Ich trat näher an David heran und sah, dass er tief Atem holte und seine Augen schloss. Ich hielt seine Hand und wollte weiter mit ihm sprechen, aber da war er schon tot. Er hatte einen leichten und schönen Tod. Ich aber blieb untröstlich, einsam und unsicher zurück, war allein und wusste nicht, wie man allein leben kann. Sein Tod hinterließ eine große Lücke in meinem Leben. Wir waren 68 Jahre zusammen. Obwohl wir viel getrennt waren, waren wir doch immer vereint in Gedanken und Liebe. Mein einziger Trost war, dass er 101 Jahre alt wurde und dass er mich ein drittes Mal heiraten wollte. Maria Lassnig gehört zu den bedeutendsten österreichischen Malerinnen. Mit ihrem weniger bekannten Filmschaffen setzt sich ein vom Österreichischen Filmmuseum herausgegebenes Buch mit DVD auseinander. Ihr Weg hat sie von Kärnten nach Paris geführt, wo sie mit Arnulf Rainer die Moderne entdeckte. Nach New York zur Frauenbewegung und 1980 nach Österreich zurück, wo sie als erste Frau in Wien eine Professur für Malerei bekam. Im Mai 2014 starb Maria Lassnig im Alter von 95 Jahren in Wien. Die Publikation über ihr filmisches Werk zeigt eine andere, eine spannende, in Galerien nur selten sichtbare Seite der Künstlerin. Alice is a girl from Iceland. She appeared in the New York art scene like a sparkling comet,
dass Lasnik selbst als Filmemacherin gearbeitet hat und einen Großteil der 1970er Jahre nicht das malerische Werk, sondern die Arbeit mit Animationsfilm, mit Trickfilm im Vordergrund stand, ist zum Teil immer noch ein gut gehütetes Geheimnis. Es ist bereits in den 1990er Jahren so gewesen, dass die Filme, die sie zu Lebzeiten veröffentlicht und vorgeführt haben wollte, dass die auch einen Vertrieb hatten. Es gab einen DVD-Release und eine Wiederentdeckung dieser Filme, auch im Rahmen des Tricky Women Film Festivals beispielsweise. Aber viele der Arbeiten, die sie in den 1970ern zum Teil wirklich handgemacht hergestellt hatte, als Teil eines Frauenkollektivs auch in New York City, sind erst viele Jahre nach ihrem Tod aufgearbeitet worden und werden jetzt erstmals veröffentlicht und sind eben auch erstmals in Buchform jetzt beschrieben worden. Die Lasnik als Künstlerin generell war sicher eine der radikalsten unter ihren Zeitgenossinnen, nicht nur wegen den Themen, mit denen sie sich beschäftigt hat, also ganz viel einfach auch der eigene Körper, die Identität als Frau, Medien und die Art, wie Medien sozusagen auf uns einwirken, sondern auch die Radikalität, mit der sie alle paar Jahre sozusagen sich neuen Formen und neuen Herangehensweisen gewidmet hat. Sie hat sich wirklich mit einer Werf nach der Fotografie hineingeworfen ins Animationsfilmschaffen. Sie hat sich tief auseinandergesetzt, auch ganz offenbar, sowohl mit der amerikanischen Experimental- und Avantgarde-Filmtradition und den europäischen großen Vorbildern der 1920er Jahre und 1930er Jahre, aber hat ihre ganz klare eigene Bildsprache, Formensprache und auch Auseinandersetzung mit Inhalten entwickelt. Und innerhalb von nur ein paar Jahren tatsächlich völlig sozusagen undogmatisch ist sie durchgegangen durch die verschiedensten Arten, wie man sozusagen so eine Form von persönlichem, handgemachtem Film machen kann. Da ist klassische Animation, also sowohl auf Basis von Zeichnungen, sowohl wie mit Objekten dabei. Das sind sozusagen das Personal Cinema oder sozusagen Erzählen in der ersten Person mit der Handkamera, praktisch tagebuchartige Impressionen drinnen. Das sind Doppelbelichtungen und sozusagen klassische sozusagen Experimentalfilmeffekte, die seit den 1920er Jahren zum Formenrepertoire gehören. Das sind Filme mit einer erzählerischen Dimension, das sind fast dokumentarische Aufnahmen dabei. Also wirklich in ein paar Jahren eigentlich durch das gesamte Vokabular von so etwas wie Independent Film durchgeschritten, um am Ende dann zur Malerei zurückzukehren, praktisch die Kiste zuzumachen mit den Filmrollen drinnen und zu sagen, das war's.